Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Ich bin euch noch eine Schlacht schuldig, nämlich die Schlacht mit der zweiten Division bei den Deutschen, die Tiger 2 hat. Und das ist die 16. Panzerdivision aus einem der Nemesis-DLCs. Ich weiß gar nicht, ob es ein kostenloses oder ein kostenpflichtiges Nemesis-DLC war oder ist, wo diese Division enthalten ist, aber das schauen wir uns heute hier an. Noch ein kleiner Hinweis, bevor wir starten. Aktuell ist bei meinem Partnershop Games Planet Frühlingsverkauf, Spring Sale, und Steel Division und auch alle DLCs dazu sind sehr stark reduziert. Wenn ihr also das Hauptspiel noch nicht habt und immer noch überlegt oder eure DLC-Sammlung auffrischen wollt, dann schaut da gerne mal rein. Da kann man sehr, sehr viel sparen im Vergleich zu Steam. Direkt das Hauptspiel aktuell, glaube ich, für 9,99 €. Ich gehe aber davon aus, dass es auch noch mal in den 24 Stunden angeboten sein wird. Und da wird es dann vielleicht noch mal ein bisschen günstiger sein. Genauso wie auch die DLCs. Und wie immer die Links dazu in der Videobeschreibung bzw. rechts oben in der Infokarte oder im ersten angepinnten Kommentar. Und wie immer bekomme ich eine kleine Vermittlungsprovision, wenn ihr darüber etwas kauft. Vielen Dank dafür und ich gucke jetzt hier mal. Das ist jetzt für unsere Tiger 2 nicht unbedingt die beste Karte. Ich kenne die aus dem 2 vs. 2, da fehlt der rechte Teil hier drüben komplett. Ansonsten ist die eigentlich identisch hier drüben, das ist auch alles gleich. Die wird nur nach rechts ein bisschen erweitert, die Map. Okay, gucken wir mal. So viel Infanterie haben wir gar nicht. Und in Phase A habe ich auch noch keine. So, der Scout. Ja, bereit, Herr Kommandant. Der Scout geht mal bitte hier hin. Und die Infanteristen, die Pioniere, ballern sich dahin. Das Ganze supporten wir noch mit einem Panzer 4, der auch dahin geht. Und noch ein zweiter Panzer 4, der quasi das Ganze, mal kurz gucken, ja, das Ganze von hier aus abdeckt. So, dann der Bereich müssen wir auch noch uns ein bisschen drum kümmern. Oh ja, die Panzerkanadiere. Wow, sind die teuer. So, der Scout. Der geht mal dahin. Die Panzergrenz versuchen wir mal hier auszuladen. Und auch hier schicken wir zur Unterstützung einen Panzer 4 mit. Der stellt sich mal hier so hin, damit er mal... Wir müssen gucken, dass wir hier vor und zurück cruisen können. Ihr seht schon, wie die Schusskanäle da liegen. Panzerabwehr. Oh, 60. Die geht mal hier hin. Also, Infanterie-Scouts habe ich erst in Phase B. Hier war noch ein Scout. Den schicken wir mal hier hin. Und dann hier hin. Und unterstützen das auch nochmal mit einem Cranny, einem Pionier. Und die laden wir mal hier aus. So, wir haben auch, glaube ich, noch schwere im... Ach, die haben wir erst in Phase B. Wir haben auch noch eine Grille. Die Grille braucht aber, glaube ich, ein relativ gerades sich, also Schussfeld, also ein offenes Schussfeld. Die kostet 60. Die nehmen wir mal mit und stellen sie erstmal dahin. Jetzt haben wir noch 95 Punkte. Dann nehmen wir zweimal Panzergrenadiere und die laden wir mal hier aus. So, mal gucken, mal gucken. Wie gesagt, wir haben auch einiges an, also die Tiger 2 erst ab Phase B, wir haben einiges an Flugzeugen, Artillerie auch ein bisschen, der Batterieführer weiß ich gar nicht, der ist so unbedingt notwendig, sind auch einiges an Flaks. Und jetzt bin ich mal, ach die fahren direkt hier quer drüber, okay.
Scout Plane vom Gegner. Von uns. So, die schießen da auch schon auf den Scout. Okay. Der Scout hier unten ist angekommen. Wo werden wir gebraucht? Ah, der wird da durch den Wald ein bisschen. Ah, jetzt kann er schießen hier. Sehr schön. Den zweiten auch noch. Oh yes, das war schon mal gut. Das war schon mal gut. Oh shit. Da kommt ein. Was sind Ihre Befehle? Geh erstmal hier runter. Oh shit. Ja gut, da haben wir den zu weit nach vorne rangeführt. Dann verlegen wir uns da erstmal rein. Bereit, Herr Kommandant. Es hat Unteroffizier Steiner erwischt. Ruhe, Herr Hörn. Ah ja, da können die Panzer 4 schießen, sehr gut. So, die laden sich mal da aus, da aus. Wir haben den ersten Vorstoß hier ganz gut erstmal aufgehalten. Hier ist auch schon was rausgegangen. Oh, Scouts vom Gegner, so wie es aussieht, habe ich gar nicht mitgekriegt. Sehr schön. Das war gut. So, hier gucken wir mal, dass wir in den Wald reinkommen. Ah ja. Naja, die M10s oder was. Oder das ist gar kein M10, das ist ein Schirmer mit der 76er. Die sind ekelhaft. So, dann holen wir uns erstmal Flugabwehr. Das hat gesessen. So. Jawohl, Kommandant. Jeep. Stehen bereit. Gucken, ob wir den da rauskriegen. Sehr schön. Der hier ist ein bisschen gefährlicher. Wow. Was schießt denn da noch? Ah, der 76er. Geht er jetzt raus? Zurück. Hallo. Zweiter Zug einsatzbereit. Rechts kommen Flugzeuge. Sehr schön. Stehen bereit. Ohne Tritt, Marsch. So. Ach, guck mal. Überprüft Waffen und Munition. Rückwärts, Marsch, am besten gestern. Das wird für den Sherman nicht gut ausgehen. Scheiße, okay, habe ich. Feind
direkt vor eigener Stellung. Oh Scheiße. Zielpunkt erreicht. Raus mit euch. Bereit für den Transport. Vorwärts und immer die Augen offen halten. Holen Sie das Fernglas raus, ruft's. Wie ist die Lage? Hier hole ich mal noch Offizier mit dazu. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Ich hätte den da nicht rausbewegen sollen, den Scout. Verstanden. Warum ziehen die sich nicht weiter zurück? Aber wir haben ja auch noch Panzer. Und auch noch eine Pack. Ey, ihr sollt euch ausladen. Jawohl, Herr Kommandant. Rund 1 an alle. Funküberprüfung. So, wenn wir hier hochfahren, können wir von da drüben höchstwahrscheinlich wieder Wow. Ihre Befehle, Kommandant. Scheiße! Befehle, Kommandant? Okay. Ob stürmt oder schneit. Zweiter Zug, Mist. Weiter, kommt schon, lauft, rennt. Was haben wir an Flugzeugen? Ja, nichts wirklich Großartiges, aber... Der geht auch noch raus jetzt. Oder? Brecher ab, Ende. Speer zur Stelle. Feuer und Bewegung. Wie lautet der Plan? Ihre Befehle. Vorwärts, zur Front geht's hier entlang. Wie ist die Lage? So, der erste ist schon mal raus. Lass mich raus! Jetzt kann die Pack da mal noch den Sherman rausnehmen. Überprüft Waffen und Munition. Sehr schön. Das machen sie nicht. Verdammt. Oh shit. Tschüss. Okay. Da steht aber noch mehr. Oh, da steht noch mehr. Ruhe, herhören. Haha, das hat gesessen. Ladeschütze, Panzergranate bereithalten. Man kann nie wissen. Feuerüberlegenheit, ich will Feuerüberlegenheit. Ne, der muss näher ran. Unten bleiben! So, die haben sich da drüben jetzt ergeben. Das ist natürlich überhaupt nicht geil. Gut, die sind da gespottet. Das war so auch nicht geplant. Wie sieht's aus, Hauptmann? Der ist hinüber. Lanzer zur Stelle. In die Hand, höre sie klar und deutlich. Wow. Auf befohlenes Ziel, Feuer! Na endlich. Okay. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir führen auch. Jawohl, Hauptmann. Na klar. Was hat denn der für eine Reichweite? Ja, 250 Meter. Und er wird halt erst gespottet. Scheiße. Marschformation. Verstanden. Nicht gut. Steht zu Diensten. Fünfte Kompanie bereit.
Uhr. Herhören. Auf welche Position schießt denn der da? Immer noch auf die. Okay, jetzt müssen wir langsam mal gucken, dass wir hier auch mit Artillerie. Wie ist die Lage? Die Grille hat eine Reichweite von 2000 Meter. Rein das passt eigentlich. Jetzt ist die Frage, ob die da von der Erhöhung darauf schießen kann. So, Phase B. Verstanden. Ende. Bleibt in Deckung! Klar zum Gefecht. Wie lauten Ihre Befehle? Der brennt nicht. Sehr schön, aber hier unten steht noch was. Sehr schön. Ein Problem weniger. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Der schießt jetzt bestimmt. Jo. Okay. Ruhe. Herhören. Zurück. Jawohl, Kommandant. KV-1E. Oh, hallo. Okay, der geht raus. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Der Fußbus fährt immer. Die geht, zwingen wir einfach zur Aufgabe. Ja, sehr gut. Okay, was haben wir denn? Was macht der denn da? Verstanden. Ja, die Tiger 2 sind natürlich insofern ein Problem, dadurch, dass sie halt sehr teuer sind. Der Offizier muss mal mit nachrücken hier. Zu Befehl, Kommandant. Erwarten ihre Befehle. Ach, Scheiße, ey. Ja. Zweiter Zug, vorwärts, Marsch. Pack geladen, Feuer. Pack zur Stelle. Haha, das hat gesessen. Ah, es hat mich erwischt. Schwierig. Wir haben keine Geschosse mehr. 20 Grad nach links. Feuer. Aber wir haben Flugzeuge. Gibt es Neuigkeiten? Wie das heiße Messer durch die Butter. Warum schießt die Pack nicht? Warum schießt die Pack da unten nicht? Warum schießt die Pack nicht? Warum schießt die Pack? Jetzt bewegt sie sich. Ja, okay, danke, die Pack ist raus. Nee, zum Glück, der Panzer ist raus. Aber warum die Pack da jetzt nicht geschossen hat, es weiß wieder mal keiner. So, aber unsere Artillerie. Ja, wir haben keine Jäger gerade. Wir führen aber 15 zu 13. Infanterie bereit. So. Flak bereit.
Hier hängt aber immer noch irgendwas, ne? Die Frage ist, was? Oh, sogar noch deutlich mehr, als ich gedacht hätte. So, wir müssen mal gucken, dass wir hier halt diese Lücke hier wieder schließen. Geschütz einsatzbereit. Dass wir hier an den Punkt besser rankommen. Verstanden. Hände. Lanzer zur Stelle. Ich bleibe mal kurz stehen, bis die Pack da in Stellung ist. Jetzt haben wir dort wieder einen Punkt verloren. Okay, dann. Ach du Scheiße, sieht ja überhaupt nicht gut auf der Seite aus. So, unser Königstiger. Da ist er jetzt direkt auf den M10, bitte. Kann der bitte mal stehen bleiben dafür? Hallo, bleib doch mal stehen! Stehen bleiben! Eieieiei, er fährt einfach weiter vor. Sag mal, du bist ein Königstiger. Du bist schon in der Lage, auf wie viel Meter? Knapp 1000 Meter den M10 da rauszunehmen? Was ist da schon wieder los? Alter Falter, willst du mich verarschen? Soterzug einsatzbereit. Da ist Bewegung drin. So, schaffen wir es vielleicht beim nächsten Schuss, den M10 rauszunehmen. Das gibt es doch nicht! Der braucht 4 Schuss für den M10? Ja, und jetzt geht er natürlich auch noch raus. Nee, zum Glück nicht. Unfassbar. Ey, das ist ja wirklich unfassbar. Hier ist übrigens noch ein Panzer 4. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Also, ich bin gerade leicht ernüchtert über die Leistungsfähigkeit dieser Tigerpanzer. Warten wir mal. Nehmen wir erstmal nur ein Flugzeug. Zwei von den. Wie lautet der Plan? Wir müssen hier raus! Fuchs 1 greift an! Aufgepasst, Männer, es geht los! Zu Befehl! Nimm die Beine in die Hand! So, was soll ich sagen? Steht irgendwo noch was. Steht zu Diensten. Sag mal, der Tiger schafft doch nicht mal diese Anti-Air rauszunehmen. Was ist das für ein Quatsch? Draufhalten. Sauber draufhalten. Also das macht mich echt wütend. Pusht jetzt hier, aber das ist im Moment noch nicht so problematisch, weil das keine. Gute Arbeit, Richtschütze. Nee, nicht der Offizier. So, schafft das jetzt vielleicht jetzt? Also, also jetzt mal kurz, wir machen mal kurz Pause. Was um alles in der Welt? Das ist ein M10.
ich will jetzt nicht Wikipedia aufmachen über die Panzerung, aber, also, 75 mm an der Front und das sind wie viel Meter? 1200 Meter. So, und unser Tiger, also ich meine, gut, der verliert ja auf Distanz, ich weiß, ich kenne gerade die Formel nicht, aber was zur Hölle? Er schafft es nicht, den M10 rauszunehmen. Er schafft es einfach nicht. Jawohl, Kommandant. Er ist nicht in der Lage dazu. Zurück. Zweiter Zug einsatzbereit. Das ist krass. Also das ist für mich gerade mega ernüchternd. Ich habe gedacht, die Tiger räumen da einiges weg. Weil in dem Gefecht letzte Woche haben die das eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Hatten wir nicht noch eine Flugabwehrstellung? Ja, hier. Haha, das hat gesessen. Verstanden. Aufspüren und verlegen. Der M10 scheint aber tot zu sein. Okay, das ist ja schon mal gut. Stehen bereit. Vorwärts, aber schließt die Flanken. Infanterie bereit. So, die gehen raus. Verstanden. Ende. Gute Jagd, Korridor. Hier geht es ein Halbkettenfahrzeug raus. Ja, Hauptmann. Wachsam bleiben. So, der Tiger geht da weiter vor. Hallo? Was ist denn das Problem? Jetzt kommt der Befehl. Was ist denn das für ein Buggy? Das übelst Buggy irgendwie. Was ist das da? Was ist das für eine Stellung? Irgendwas Granatenwerfermäßiges. Ja, irgend so eine Mini-Mörser. Okay, okay. So. Verstanden. Der Tiger steht ziemlich weit vorne. So, 13 zu 15. Wir versuchen mal hier die Flanke mit Infanterie zu decken. Und vor allen Dingen mal hier... Warum schießt denn das Teil nicht? Ich... Jetzt! Großartig, viel zu spät. Also hier sind echt ein paar strange Sachen dabei, muss man sagen. Lanzer zur Stelle. Jetzt kommen sie auf den Punkt wieder. Problem ist es, weil wenn hier irgendwas steht, ist das übelst gefährlich für uns. Ja, Hauptmann. Vorwärts, Männer, aber schieße erst auf mein Kommando. Ich weiß nicht genau, was sie hier auf der linken Seite dann macht. Der Panzer 4. Nee, ist es, da ist man nicht wohl dabei. Ich hätte hier mal noch gerne einen Scout. Oh, mit der AP-Munition macht die auch noch was. Besser als der Tiger 2. Das ist echt krass, ne? Okay, ich nehme es zurück. Fertig machen, Männer.
Sorgen Sie für ein freies Schussfeld. Ja, Hauptmann. So, Flugzeuge, Mörser. Hoch auf dem gelben Wagen. Was gibt's, Leitstelle? Mein Kontakt. Das wird was für die Wochenshow. Ja, Kommandant. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Ach, guck mal. Vorsichtig, Männer, der Feind ist in der Nähe. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. 16 zu 12 führen wir jetzt. Zu Befehl. Klasse, Ziel zerstört. Der Punkt gehört uns, das ist wichtig. So, aber die Königstiger machen hier weiterhin einen ganz beschissenen Job. Was sind ihre Befehle? Vielleicht brauchen die mal noch einen Offizier mit dazu. Der trifft einfach nicht. Ist das schlecht? Ist das schlecht, ey? Fuchs 1, einsatzbereit. Bodenstelle, greife jetzt an. Komm, wir setzen ihn mal auf ihn. Bereite auf, Mann. Ah, jetzt. Okay. Ach, hier. Ausladen. Was ist denn da schon wieder passiert? Vorsichtig, Männer. Der Feind ist in der Nähe. Zweiter Zug. Vorwärts, Marsch. Ja, Hauptmann. So, der Königstiger nutzt die Straße. Hier oben haben wir aufgeräumt. Das ist sehr gut. Hier haben wir jetzt anscheinend... Na, immer noch nicht ganz. Lanzer zur Stelle. Ach, guck mal hier. Du bleibst mal hier. So, die auch noch. Was hat mich erwischt? Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Kommt schon. Yes, sehr gut. Und jetzt der Königstiger da ran. Zu Befehl. Was hat mich erwischt? Diese Mörser oder Granatwerfer, die sind übel nervig. Höre sie klar und deutlich. So, lieber Tiger. Ich meine, danke. Das wäre jetzt schon ein bisschen komisch gewesen. Fahrer außer Gefecht, damit kann ich leben. So, kann er hier denn mal ein bisschen was machen? Was ist das denn da für ein Tontaubenschießen? Okay, das, da haben die Flugzeuge guten Job gemacht. Rot 6, kampfbereit. Das Vaterland erwartet, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Fahrzeug bereit, Hauptmann. So, da dieser blöde Mörser oder was auch immer das da sein soll. Zweiter Zug, vorwärts, Marsch. Ob stürmt oder schneit. So, mal ganz kurz gucken. Wir hatten ja noch... Ach, hier, der Offizier. Ja, bitte mal schnell hier hin. So, es steht 16 zu 12. Jetzt ist der Tiger... Hat dort ein Problem. Da holen wir mal... Ich höre. Königstiger wird angegriffen. Verstanden. Aufspüren und vernichten. Motor läuft. Flammenwerfer ausgeschaltet. Flammenwerfer T-34 ausgeschaltet. So, wir holen mal noch ein bisschen Flugabwehr hier mit dazu. Ich habe keinen Bock, dass die Tiger da verloren gehen.
Hier auch nochmal ein Möbelwagen. Spätrupp ist da. KV-85. Zu Befehl. In Ordnung. Vorwärts, aber schließt die Flanken. So, Flugzeuge. Gibt es Neuigkeiten? Jetzt an. Zweiter Zug, einsatzbereit. Oh, da hat mir jemand meine Flugabwehr rausgenommen. Und vor allen Dingen, da stand ja auch noch einiges an Flugabwehr. So schnell wie es eben geht. Ich hab ihn. Nee, wir evacken das nochmal hier. Das gefällt mir hier gerade nicht, was da passiert. Steht zu Diensten. So, Unterstützung. Opel Blitz hier hin. Lass mal den Scout bitte fokussen. Dann die Rifles fokussen. Oh, da ist nochmal ein Scout. Dann nehmen wir den auch noch mit. Ganz schön viel Infanterie, die da jetzt steht. Noch ein Scout. Okay, wir ziehen uns mal zurück auf die Position. Gute Arbeit, Richtschütze. Zur Stelle, Hauptmann. Zurück und fahr langsam. Ah, hier geht's jetzt schon gut zur Sache. Ja, pusht jetzt hier drüben wieder rein. Ehrlich jetzt. Gute Arbeit, Richtschütze. Wir wurden getroffen. Zweiter Zug, einsatzbereit. Gute Arbeit, Richtschütze. Kommt nochmal Flugzeuge. Ja, greift den Tiger an. Ach, guck mal hier. Lanzer zur Stelle. Der Offizier bitte auch noch. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Gibt es Neuigkeiten? Sanitäter! Gut, so haben wir denn Flugzeuge. Überprüft Waffen und Munition. Verdammt, es hat mich erwischt. Lanzer zur Stelle. Brecher ab, Ende. Pack zusammen und dann los. Ich habe getroffen. Angriff! So, er hier hat nichts zu tun. Den nehmen wir wieder raus. So, sehr schön. Da kommt seine Flugzeugantwort. Das ist mir reichlich egal. Da hat er es jetzt, ja, geschafft, den Tiger 2 rauszunehmen. Was soll ich sagen? Weil der Möbelwagen auch irgendwie nicht in der Lage war, da irgendwie zu feuern. Zur Stelle, Kommandant. Los, die warten schon auf uns. Ruhe, herhören. Warten auf Feuerkoordinaten. Hat jemand ein Taxi bestellt? Der Punkt gehört dem Gegner wieder. So, da kommen die Mörser ein Ticken zu spät. Artillerie zu Diensten. Ne, passt noch. 10 Grad nach oben. Feuer. Splash-Radius noch mitgenommen. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Mitten ins Schwarze. Infanterie bereit.
So, hier dieser blöde blöde Zitrone. Okay, der geht raus. Alter, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Wie viel Infanterie hat er denn da? Ah, jetzt hat er mir den Scout da rausgenommen, okay. So, vielleicht die da noch? Dicke Luft hier oben. Abmarsch und erhöhte Aufmerksamkeit. Und wir bräuchten jetzt hier mal einen kleinen Panzer-Spam. Schon, das ist gerade effektiver als. An dieser Position müssen wir raus. Ach du kleiner, ekelhafter Trottel-Scout. Okay, der Scout ist raus. Wie lauten Ihre Befehle? Bajonette aufpflanzen. Sie sind Abstand hat. 200 abbrechen. 6 Schuss. Ende. Bin auf Empfang. Es läuft jetzt tatsächlich mehr über die Infanterie und über die Artillerie und Flugzeuge als über die Tiger 2. Aber das liegt halt auch einfach mit an der Karte. Okay. Trotzdem. Voll auf die 12. Halbkette oder was? Zu Befehl. Klasse. Ziel zerstört. Taxi, dort müssen wir hin. Ihre Befehle, Kommandant? Ist wirklich krass, wie viel Infanterie der hier ins Feld führt. Aber wir führen. Wir sind hier auf einem guten Verteidiger, auf einer guten Verteidigungsstellung. Ach du Scheiße, was ist. Also sag mal. So viel Infanterie hier. So, da kommen unsere Flugzeuge. Breche ab, Ende. Ich habe getroffen. Sehr schön. Da kommt noch ein Flugzeug von ihm. Na? Ach, wie sind die denn jetzt rausgegangen? Die haben sich ergeben? Durch wen denn? Das ist jetzt schlecht hier. Das scheint noch. Ruhe, herhören. Rückwärts, Marsch, Front zum Feind. Okay, die ergeben sich. Ach, hier steht noch ein Scout von ihm. Breche ab, Ende. Das wird was für die Wochenshow. Krass, wie viel. Es hat mich erwischt. Sag mal, was macht denn, machen denn diese Scouts da? Greife jetzt an! Brecher ab, Ende!
Okay, hier ist gerade alles rausgegangen, was rausgehen kann. Auch der Tiger ist weg. Das ist echt interessant. Dann machen wir hier mal den Stuck-Spam und... Er pusht da jetzt auf jeden Fall stark nach, muss man sagen. Hier geben sie ja noch mehr Einheiten. Jawohl. Vorsichtig, Männer. Der Feind ist in der Nähe. Reiter, Hauptmann. Nachschub. Holz. Luckendicht, wir greifen an. Ah, die Stucks gegen den M10 werden da Probleme kriegen. Der hat halt einfach eine gute Durchschlagsleistung. Ja, da nehmen wir... Aber er geht auch raus. Okay, ein Stück gegen einen M10. Damit kann ich leben. So, hier ausladen. Angreifen, angreifen. Der Scout hier oben muss mal ein bisschen mehr scouten gehen. Echt krass, wie viel... Holen Sie das Fernglas raus, ruft's. Was gibt's, Leitstelle? Es hat Unteroffizier Stein erwischt. Wie lauten Ihre Befehle? Das ist doch unglaublich, ey. Wie so eine einzelne verschissene Scout-Einheit da. Verdammt, es hat mich erwischt. Haha, das hat gesessen. Oh ja, er fokust genau exakt den... Angriff! Den Offizier, der da steht. Es hat mich erwischt. Jawohl, Kommandant. So. Aber schließt die Flanken. Stehen bereit. Der ist hinüber. Sanitäter! Noch mehr Scouts von ihm hier, ey. Unfassbar. Ey, das gibt's doch... Wie viele Scout-Einheiten hat der? Der hat echt einen Haufen Infanterie. Wie lauten die Befehle? Los geht's, Männer. Sanitäter! Wie lauten ihre Befehle? Wachsam bleiben. Aufgepasst, Männer, es geht los. Bleibt im Deckung! Ja, Hauptmann. Das ist schon ein ganz schönes Mikromanagement. Oh, hier ist jemand gespottet. Ausweichen! Nachschub! Rollt! Rot 1 an alle! Funküberprüfung! Kommen! 3 Minuten sind's noch. Das sind doch noch mehr, ey. Krasser Mist. Immer noch Scout! Alter, das gibt's doch gar nicht! Unfassbar. Los geht's, Männer. So, ran hier, ran. Damit die sich ergeben, los. Da steht noch irgendwas anderes in dem Wald drinne. Wie viel Infanterie der hat? Unfassbar. So, der Offizier geht da raus. Ich meine, es steht 18 zu 10. Das ist jetzt eigentlich nicht unser Problem hier. So, wir können ja auch immer noch Flugzeuge dazu holen. Jawohl, bereit. Noch ein M10. Der geht aber raus. Und da haben wir gewonnen.
Wow, okay, von den Tiger 2 haben wir nicht wirklich viel gesehen. Jetzt gucken wir mal hier auf unsere Kills. 4700, die Verluste halten sich ganz gut in Grenzen. Wir gucken mal, was jetzt hier... Ah, die Spähwagen am Anfang. Panzergrenadiere, Panzer 4, die Pack, Pioniere und dann am Ende, glaube ich, die... Ja, der, wobei, gut, hier. Also der eine Königstiger hat was gemacht, der andere nicht ganz so sehr. Und wenn wir mal hier weiter nach unten scrollen, die meiste Arbeit dann irgendwie, na doch nicht. Ich hätte gedacht, dass die Flugzeuge tatsächlich mehr gemacht haben. Aber es waren ja auch einige Flugzeugeinheiten unterwegs. Das heißt, es bündelt sich jetzt nicht alles auf eine Einheit, sondern das verteilt sich dann. Deswegen kommt der Eindruck, dass die, also die Flugzeuge haben insgesamt auf jeden Fall schon gut gearbeitet. Und krass, wie viel Infanterie er da ins Feld führt. Und da muss man natürlich sagen, im Gegensatz zu letzter Woche, wo wir halt dann Panzerdivision gegen Panzerdivision gespielt haben mit unseren Tigern 2 und da die wirklich Tontauben schießen teilweise machen konnten, sind natürlich die Tiger 2 gegen Infanterieeinheiten nicht ganz so gut. Aber glücklicherweise die Division halt mit echt guter Luftwaffe auch ausgestattet, sodass wir uns da auf jeden Fall auch gut erwehren konnten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt Game One Fan, Kulle, Gorwin, Cortano und Carbine. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.